Weiter geht es hier. Viel Vergnügen mit Pioneers of Pagonia. Schön, dass ihr da seid. Im Chat wird nach Wohnhäusern gefragt. Ja, die gibt es. Die bauen wir gleich auch. Aber ich will nicht alles auf einmal bauen. Da ist der Wachturm. Hier laufen die Leute rüber. Und schaut mal, was die dabei haben. Die tragen Grenzsteine und damit erweitern die das. Und das Erweitern der Grenzen geht nicht ohne Limit halt, ohne Grenzen. Wir müssen auch Grenzsteine produzieren, damit das möglich ist. So, jetzt schauen wir mal. Ich würde gerne, wir folgen mal dem Ratschlag, hier noch mehr Steinmetze bauen. Der Steinmetz, der hier arbeitet, die Steinvorkommen sind endlich. Schaut mal hier. Die sollten wir gleich, da ist auch Kohle und so weiter. Ich ändere mal den Fokuspunkt der Entdeckung kurz dorthin, damit wir das sofort in den, damit wir die hier sofort bekommen hier. Damit wir das hier bekommen. Damit wir die Ressourcen gleich hier haben. Wir können durchaus schon mal einen zweiten Steinbruch bauen, finde ich. Ja, hier können wir wahrscheinlich auch mit der Straße nachher rauf. Vielleicht hier so daneben. Da wäre allerdings auch Platz für einen zweiten Steinbruch. Wir experimentieren erstmal mit der Straße. Kommt man hier hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Man kann eh nur im eigenen Territorium. Wir probieren es gleich mal aus. Einmal hier hin. Hier ziehen die Leute vom Wachturm raus und erweitern die Grenzen. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier ein Steinmetz unterbringen kann. Oder ob das Gebäude zu groß ist. Ist zu groß. Hier kann ich eins unterbringen wahrscheinlich. Einen zweiten Steinbruch. Das sollte doch gehen, oder? Auch nicht, weil hier... weil die Bäume hier dazwischen sitzen. Hier, das geht aber. Hier einmal drehen um die eigene Achse. Ein weiterer Steinbruch. Ein weiterer Steinmetz, der die Steine von hier einsammelt. Das ist das Lager für die Steine. 54 Steine sind drin. Hier kommen die Steine rein und werden zu Werksteinen und Grenzsteinen verarbeitet. Im Augenblick scheinen mir die Grenzsteine wichtiger zu sein. Ich nehme mal die Produktion von Werksteinen raus. Ich hätte gern so viele Grenzsteine wie geht. Wir schauen mal nach, wie viele von den Steinen wir insgesamt haben. Hier oben. Und hier seht ihr, Werksteine, Grenzsteine, 14 Werksteine. Ach, wir haben so viele Grenzsteine auf Vorrat. Wir können ruhig die Produktion von beidem gleichzeitig machen. TV Hawk, danke fürs dritte Abo. Danke dir. Nein, es scheint keine kaufbaren Skins für Grenzsteine zu geben. Das Spiel ist nicht von Ubisoft, nein. Hier werden die Grenzen schön erweitert. Jetzt würde ich sie gerne wieder nach links weiter erweitern, weil das Wichtigste hier haben wir uns jetzt geholt. Zieh mit dem Wachtposten den Fokuspunkt jetzt mal wieder hier rüber. Ich will vor allem das ganze Holz hier haben. Hier kann man... Oh, hier ist noch mehr... für einen Sammler. Hm. Sehr schön. Das Lager hier füllt sich. Das ist top. Der eine Steinbruch scheint sogar im Augenblick zu reichen. Das ist auch Kohle. Ich mache mal einen zweiten. Weil das wird hier oben verlangt. Wir gucken mal die Bürgerverwaltung an. Ob wir Probleme haben. Wir haben 15 Minenarbeiter. 6 Schmelzer. Ja, sind schon viele Leute beschäftigt, aber 40 Baustellenträger. Das reicht eigentlich noch aus. Neue Wohnhäuser für neue Arbeiter scheinen wir noch nicht zwingend zu brauchen im Augenblick. Wir bauen aber einen zweiten Steinbruch um. Die Forsthütte sollen wir bauen, aber ich will gar nicht auf Dauer hier Wald haben. Hier will ich irgendwas hier links eher nachher Wald haben und Forsthütte. Forsthütte in die Mitte. Hier, das kann ich mir vorstellen.
man kann nicht an, solange die Bäume stehen, kann man nicht an denen durchziehen. Das ist spannend gemacht. Ziehen wir einmal hier vorne hin. Ich glaube, die werden wir erstmal roden, die Bäume hier vorne. Und dann können wir den Rest des Waldes, können wir hier die Holzwirtschaft in der Mitte haben. Wir müssen erst einmal durchkommen. Das heißt, von hier bitte dort oben hin. Dafür bin ich bereit, einmal ein paar Bäumchen zu fällen. Kann man ein Gebäude anklicken und sagen, der muss weg? Nein. Kann ich was abreißen? Auch nicht. Ich muss die Bäume von den Leuten entfernen lassen. Dann packen wir hier noch einen Holzfäller hin und sagen dem hier bitte alles ab, wirklich alles abhacken. Erstmal. Noch eine Holzfällerhütte. Mit einem Fokus. Ja, wir müssen hier noch eine Straße erstmal rüberpacken. Noch eine Holzfällerhütte in die Innen, lieber auf die Außenseite, da sind die Wege kürzer. So, und wenn die fertig ist, bekommt die den Fokus, dass die hier dafür sorgen soll, dass man eine Straße nach oben hindurchziehen kann. Hier bitte alles fällen, auch die kleinen Bäumchen. Auch die kleinen Bäume, macht sie tot. Und damit das schneller geht, könnten wir, falls wir genug Holz haben, denen auch einen Fokuspunkt einmal hier reinsetzen. Dann müssen die weit laufen, aber dann kämen wir schneller voran. Denselben Fokuspunkt erstmal. Da alles putt machen, bitte. WB hätte gerne frische Luft und Durchzug für den Straßenbau. Hier oben, ja, mal alles schön ausgedehnt. Da können wir schon eine Straße einmal raufziehen. Hier kommen wir hoch, das ist schön. Danke an Despale fürs dritte Abo. Grüße. Danke, Despale. Nochmal danke an TV Hawk und China Wolf. An euch beide. TV Hawk und China Wolf für die Abos. China Wolf, willkommen bei uns. Das erste Mal, ne? Ramses 31. Danke. Schuch, danke fürs 16. Abo. Biber Butzi, nochmal danke. Hier können wir knapp durch. Ja. Einmal hier hoch. Hier entsteht die Holzfällerhütte. Die Grenzsteine haben sich schon weit ausgedehnt. Das ist toll. Wir sagen mal den Entdeckern, sie sollen noch weiter rumlaufen. Und ich würde gerne mit ihnen entdecken. Hier haben sie ja schon viel entdeckt. Mal die rechte Seite. Hier mal langlaufen, bitte. Mal gucken, wohin es hier geht. Und der Wachturm hier, den Fokuspunkt hier setzen wir. Hier gibt es eventuell auch Ressourcen. Wir gehen einmal rechts lang. Mit dem Wachtposten auf der anderen Seite. Setzen wir einen Fokuspunkt, soll das Tal voll machen oder links einmal lang laufen? Wir laufen erstmal links lang. Die Grenzsteine bitte. In den Wald hier rauf, hier hin, so in die Mitte. Ach, die haben die schon bis hierhin gezogen, super. Bis hierhin läuft schon. Einmal hier oben lang. Gebiet wird schon ordentlich aufgedehnt. So, und dann müssen wir noch schauen, dass auch wirklich abgeholzt wird. Hier. Einmal aktiviert. Ja, das ist, glaube ich, so fällt alle Bäume, ist, glaube ich, aktiviert. Und so ist aktiviert, lass die kleinen Bäumchen stehen. Hier setzen wir auch mal den Fokuspunkt auf die Seite. Und dann müssen wir beiden allerdings sagen, so fällen die auch die kleinen Bäumchen. So war das, ne? Glaube ich.
Und wir wollen die kleinen Bäumchen sonnen auch. Nee, die kleinen Bäumchen werden gefällt, wenn der weiße Punkt nicht da ist. So rum war es, glaube ich, ne? Wenn der weiße Punkt nicht da ist, dann werden auch die kleinen, glaube ich, gefällt. Die sollen hier bitte alle einmal wegmalen, damit wir einen hier einmal durchkommen. Ich werde gefragt, wie ich das Spiel finde. Krisi, jetzt schon. Viel zu früh. Ich spiele es gerade das erste Mal. Lass es uns gemeinsam entdecken. Und da man es eh noch nicht kaufen kann, soll ich mir das holen als Strategiefan. Wacht noch ab. Komm, wir erkunden das gemeinsam noch ein bisschen besser. Da ist das Lager für die Felsen. Das ist top. Das ist Lager fürs Holz. Wir haben noch kein Lager für die Nahrung gebaut. Und wir könnten schon damit beginnen. Das ist der Holzfäller. Und hier sollten eigentlich auch die... Wir gucken mal, ob auch die kleinen... Wisst ihr was? Ich setze mal den Fokuspunkt auf den kleinen Baum. Wir gucken mal, ob der jetzt wirklich abgehackt wird. Wenn das die richtige Einstellung ist. Ob der Babybaum jetzt getötet wird. Ob man Gebäude verschieben kann bei uns? Ich habe dieses Feature nicht gesehen, nein. Immer auf die kleinen, natürlich. Die können sich nicht wehren. Auf wen denn sonst? Sollen wir die Großen angreifen, die sich wehren können? Ich bin Strategiespieler, um Gottes Willen. Dann machen wir bei allen den Fokuspunkt auf den Kleinen hier. Ich habe den Verdacht, der wird nicht gefällt. Von keinem. Hier, den müsst ihr putt machen. Wird er jetzt abgehackt? Hier, da, komm, nimm dir die Axt, schnapp ihn dir. Also ich habe echt den finsteren Verdacht, wir brauchen die weiße Einstellung und nicht die goldene. Dann ist das hier aktiviert. Ah, immer das, was man anklickt, ne? Fällt nur ausgewachsene Bäume? Fällt alle. Wird einem das angezeigt, was kommt, wenn man draufklickt, oder das, was man im Augenblick hat? Das ist die übliche Frage bei dieser Art von Spielen. Ich klicke mal auf Weiß und hoffe dann, ich kann nur experimentieren. Klicke, um stattdessen alle Bäume zu fällen, steht ganz unten. Nee, der Tooltip ist immer der gleiche. Bei jeder klicke, um nur die ausgewachsenen zu fällen. Wunderbar, so werden alle gefällt. Ist doch erklärt, man braucht also das gelbe Symbol. Wunderbar. Dann werden auch die kleinen hier gefällt. Alles klar, jetzt haben wir es geschafft. Danke, Nico. Und er soll hier weg. Hier können wir die Straße auch langsam ziehen. Die wollen wir hier durchziehen. Und einen Förster werden wir dann hier oben in die Mitte reinbauen. Sobald wir hier einen freien Weg haben. Sobald er weg ist. Danach können wir allerdings einstellen auf nur noch die ausgewachsenen. Weil ich glaube, man kommt hier durch ausgewachsene Bäume oben durch. Ab jetzt klappt's. Sobald er hier weg ist. Oder wir ziehen an ihm vorbei hoch. Das können wir auch machen. Ne, hier sind noch ein paar. Jetzt können wir die Straße ziehen, glaube ich. So sind es nur die ausgewachsenen. Nur die ausgewachsenen. Nur die Ausgewachsenen. Jetzt können wir den Fokuspunkt wieder verschieben. Hier vorne weitermachen, bitte. Und er arbeitet dann alleine mit nur den Ausgewachsenen um ihn herum. Ist eigentlich egal, wo.
Jetzt ziehen wir die Straße rauf. Hier sollten wir eigentlich einen Platz haben, um raufzukommen. Ja, wir kommen durch. Hat geklappt. Und jetzt eine Straße hier unten lang. Ja, es funktioniert. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt können wir sogar einen Förster hier hinsetzen, der die Lücken auffüllt. Der wird uns ja auch abverlangt. Wir gehen hier vorne hin und bauen. Forsthaus steht vorne auch drin in der Beschreibung. Und das setzen wir in der Mitte. Oder wir setzen es daneben hin. Also der Bereich soll aufgeforstet werden. Ich setze es mal in die Mitte. Einmal hier hin so. Zwei versehentlich gesetzt. Er muss wieder weg. Da entsteht jetzt der Förster. Und der Fokuspunkt ist eigentlich hier drumherum optimal. Vielleicht eher zu den hier vorne hin. Einmal hier hin so. Einmal hier pflanzen bitte. Und dann würde ich sogar sagen, wir brauchen nicht beide Holzfäller hier rechts. Wir machen einen wieder weg. Den hier. Der hat ein Lager. Wenn wir den abreißen, wir gucken mal, was passiert, wenn wir den abreißen, ob die Produkte, die im Lager sind, dann hier liegen bleiben. Einmal abreißen oder ob die Produkte verschwinden. Scheinen zu verschwinden, das ist natürlich schade. Dann machen wir einen weiteren Holzfäller hier hinten hin. Was mir auch noch fehlt, was ich gerne hätte, ein Pipettensymbol. Mit dem ein Gebäude anklicken und dann duplizieren kann. Das fände ich sehr cool. Eine weitere Holzfällerhütte setzen wir jetzt, sagen wir mal, hier hin. Ja, aber da sollte auch eine Straße noch nach oben hingehen. Vielleicht hier so hin. Passt das? Beinahe. Da geht's. Das Holzlager ist sehr weit weg. Aber noch geht's. Wir haben ein Sägewerk. Leute, wie viel Holz haben wir denn an Brettern? Wir bauen hier relativ schnell. Wir haben noch 16 Laubholzbretter, 16 Nadelholzbalken, die brauchen wir. Wir brauchen definitiv noch ein weiteres Sägewerk, ne? Die sind immer noch da. Da vorne sind sie, ihr habt recht. Die Ressourcen sind geblieben. Sehr erfreulich. Die werden jetzt müssen nur noch eingesammelt werden. Ja, Andreas, ich bin Anno verwöhnt. Ich hätte gerne ein Pipette wie bei Anno und wie bei High-Rise City. Ob es Tag und Nacht Jahreszeitenwechsel gibt, Jahreszeitenwechsel oder Tag und Nacht, fragt Martin. Nein, meiner Kenntnis nicht. Aber ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Jetzt hätte ich gerne ein weiteres Sägewerk. Das können wir dann hier dazwischen bauen. Perfekt. Und das Nadelholzlager ist, ja, im Prinzip okay. Ja, da steht halbwegs zentral. Das ist okay. Das können wir so lassen. Für alles mit Holz. Ist das voll? Das ist schon voll. Wisst ihr was? Wir sagen mal, ach, kein Feuerholz bitte. Man kann dann immer nur eins anklicken. Dann machen wir eins für... Puh. Wir müssen mehrere nebeneinander bauen. Weil das blockt gerade alles. Wir machen eines hier für... Für Nadelholz. Das bleibt das für Feuerholz, sonst kommen wir jetzt zu nichts. Dann machen wir noch weitere Lager dazwischen. Die nehmen ja nicht viel Platz weg. Eins hier hin. Hier passt noch eines gut hin. Hier machen wir die für Steine.
alle Steinearten, einfach mal zwei, damit es nicht voll läuft. Und das war das für Feuerholz. Das hier wird das für Holz und für die andere Kategorie. Nadelholzstämme. Da unten ist ein Sägewerk. Und dann bauen wir hier, wir ziehen noch eine Straße hier drumherum. Machen noch mehrere andere Lager. Hier ist noch Platz in der Lücke. Können wir hier eins reinquetschen? Nein, hier können wir eins reinquetschen. Oder? Ja. Eines hier hin. Eines dafür. Weitere Lager bitte. Straßen. Geht das von hier aus nicht? Oder doch? Anscheinend nicht, ne? Schade, schade, schade. Das ist natürlich dann falsch gebaut. Dann mal lassen wir das wieder weg. Vielleicht müssen wir auch die Straße zuerst ziehen. Klappt leider nicht. Wir machen nur ein Lager hier vorne hin. Eins für Holz und für die dritte Kategorie, den Laubholzstamm. Einmal für Holz und für die vierte Kategorie, das Laubholzbrett. Das war für das Feuerholz. Für Holz und für Nadelholzbalken. Und den Nadelholzstämme hatten wir, glaube ich, auch schon, oder? Ja, hier oben kann man sich anzeigen, was man zeigen kann, das habe ich euch schon erklärt. Ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Ich hoffe, dass ja. Oder habe ich eins vergessen, ein Lager? Das ist alles bei Steinen. Alle Steine, alle Steine, alles okay. So. Was sollen wir als nächstes bauen? Einen weiteren Steinbruch wird uns geraten. Einen Brunnen. Wir brauchen Wasser für die Leute. Ist der bei Nahrung? Nein, bei Bevölkerung und Mahlzeiten? Auch nicht. Ausbildung und Ausrüstung möglicherweise, weil die Leute ja Wasser mitnehmen. Wo sind die Brunnen? Verarbeitung, Bergbau, Bevölkerung und Mahlzeit. Marktbrunnen. Brunnen bauen ist dasselbe wie ein Marktbrunnen. Stellt Trinkwasser zur Verfügung. Ah, das ist ein Fehler in der deutschen Übersetzung. Der Pre-Version hier. Brunnen heißt es oben und Marktbrunnen heißt es hier unten. Das scheint das gleiche zu sein. Dasselbe zu sein. Der muss aber in der Nähe von Marktständen platziert werden. Das ist nicht der normale Brunnen. Nie und nimmer. Es gibt noch. Das ist der normale Brunnen. Brunnenmeister sammeln Wasser zum Kochen und für den Pflanzenanbau. Dann schauen wir erstmal, wo wir ein Farmland bauen können. Neben einer Farm. Da muss man gucken, wie grün es irgendwo ist. Das ist alles grün, das sollte gut passen. Hier können wir eine Farm anlegen. Hier oben ist eigentlich mehr Platz. Hier würde ich eher die verarbeitenden Sachen machen. Und hier oben würde ich die Farmen anlegen. Aber da die auch Brunnen brauchen, würde ich einen Brunnen auf dem Weg dorthin machen. Zum Kochen und für die Pflanzen. Wo kann man den hinsetzen? Den Brunnen? Da, wo es grün wird. Hier.
Passt es hier rein? Nein. Können einen auch hier in der Mitte haben. Das, wir können einen hier dazwischen quetschen. Da entsteht er. Die Grafikeinstellung, hi Marcel, die habe ich unverändert gelassen. Das sind die Standardeinstellungen. Brunnen ist im Bau. Wohnhäuser habe ich noch keines eines. Jagdhütte für Nahrung. Für Fleisch sammeln. Hier laufen zwei Tierchen rum, leider nur zwei. Hier sind ein paar mehr. Drei Tiere. Ja, halbwegs zentral, ne? Zentral und weite Wege. Anders geht's nicht. Hier würde ich, glaube ich, gerne nachher eine Straße raufziehen. Krieg ich die Jagdhütte hier hin? Leider nicht. Denn hier ans Ende. Das ist ein langer Weg. Und die Tiere sind auch breit verstreut. Setzen sie einmal hier hin. Jetzt gucken, ob wir hier noch eine Straße lang ziehen können. Können wir. Eine Jagdhütte in die Mitte. Das geht leider nicht, aber hier sollten wir eine hinkriegen. Okay. Haben wir mittlerweile zu wenig Arbeiter, dann sollten wir die ersten Wohnhäuser bauen, Leute. Die brauchen allerdings auch Nahrung. Wie viel Nahrung haben wir? Wir haben sehr viele Himbeeren gesammelt. Hasenfleisch sammeln wir gleich auch. Zutaten haben wir gesammelt. Zutaten tierischen Ursprungs, pflanzlichen. Naturprodukte, wir haben noch einen Rest Wasser, wir haben keine Rationen mehr. Wir sollten dringend uns um die Nahrung kümmern, Leute. Sonst haben wir gleich ein paar Leute weniger hier. Ich kann es nicht anders formulieren. Ich weiß, es klingt sehr grob.